Frau Dr. Kladrova, Sie sind Leiterin der Abteilung Chemikalien und Biozide im Umweltbundesamt. Immer wieder kommt eine Substanz namens Bisphenol A, abgekürzt BPA, ins Gespräch. Worum handelt es sich denn eigentlich bei dieser Substanz? Bei Bisphenol A oder auch BPA abgekürzt handelt es sich um eine Substanz, die hauptsächlich in Kunststoffen zum Einsatz kommt, wie zum Beispiel in Polycarbonaten oder auch als Ausgangsstoff für Epoxidharze verwendet wird. Dementsprechend landet die Substanz in Alltagsgegenständen, wie zum Beispiel in CDs, also Compact Discs, in Zahnfüllungen oder in Behältern, für die mit Lebensmitteln in Verbindung kommen. Weil das durch den Einsatz in Beschichtungen ist diese Substanz dann in Getränkedosen oder in Konservendosen zu finden. Man hört immer wieder, dass diese Substanz in den Hormonhaushalt eingreifen kann. Ist das richtig? Bei Bisphenol A handelt es sich tatsächlich um einen hormonell schädigenden Stoff. Bisphenol A selbst ist gleicht der Substanz Östrogen, also dem Hormon Östrogen, und steht im Verdacht, oder wird im Zusammenhang mit der Unfruchtbarkeit von Männern diskutiert. Weiter sieht man die Ungeborenen und die Kleinkinder als besonders gefährdete Gruppe an, weil diese Bevölkerungsgruppe sich einfach noch in Entwicklung befindet. Ich nehme an, dass es deshalb auch Beschränkungen für diesen Stoff gibt, Grenzwerte oder überhaupt Verbote. Ein sehr großes Einsatzgebiet ist von Bisphenol A ist der Einsatz in Thermopapier, also in Thermodruckpapier. Das betrifft dann hauptsächlich Kassenbons, Parkscheine oder Quittungen. Dieser Stoff ist deswegen problematisch, weil beim Angreifen dieses Thermopapiers es zu einer dermalen Aufnahme kommen kann. Und deswegen hat man auf EU-Ebene beschlossen, ein EU-weites Verbot von Bisphenol A im Thermopapier zu erlassen. Dieses Verbot wird ab Anfang 2020 auch umsetzungspflichtig sein. Das heißt, ab Anfang 2020 sollte kein Bisphenol A mehr im Thermopapier zu finden sein. Jetzt aber schon, wie wir aus einer Untersuchung, die wir im Haus gemacht haben, festgestellt haben. Das heißt, man darf also in der Gastronomie oder auch in Apotheken oder wo auch immer heute Registrierkassen sind, das Papier trotz BPA-hältig noch aufbrauchen und ab 2020 muss es dann sozusagen draußen sein und darf in keinem Bon mehr vorkommen. Ja, das Ja. stimmt. Gibt es ja eigentlich Ersatzsubstanzen? Kann man das problemlos austauschen? Es gibt Ersatzsubstanzen. Es sind zwei Ersatzsubstanzen, die dem Bisphenol A sehr ähnlich sind, schon im Gespräch. Es ist nur so, dass aufgrund dieser Strukturähnlichkeit auch ähnliche Effekte zu erwarten sind, ähnliche toxikologische, ähnliche Wirkungen dieser Ersatzsubstanzen. Das heißt, unsere Empfehlung, bevor man Ersatzstoffe verwendet, sollte man diese wirklich gut testen, um nicht den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben, sozusagen. Nachdem es jetzt ja noch zum Beispiel bei den Kassenbons eine lange Übergangsfrist gibt, kann das Umweltbundesamt, in dem Fall Sie, empfehlen, wie sich Konsumenten schützen können? Also was die Kassenzettel betrifft, ist immer eine gute Empfehlung, sich nach dem Gebrauch oder nach dem Kontakt mit den Kassenzetteln die Hände zu waschen, insbesondere bevor man sich zum Mittagstisch setzt. Außerdem sollte man Kinder ein bisschen im Auge behalten. Kinder stecken dann oft diese Dinge in den Mund und dann gibt es zusätzlich zur dermalen Aufnahme, das heißt zur Aufnahme über die Haut, auch noch eine orale über den Mund, über die Mundschleimhaut. Also insofern sollte man darauf schauen, dass Kinder nicht zu lange mit den Kassenzetteln spielen und diese dann nicht in den Mund nehmen. Und wenn das passiert ist, sich einfach die Hände zu waschen. Sie haben auch erwähnt, dass es in Beschichtungen, wie zum Beispiel in Getränkedosen drinnen ist. Gibt es da Empfehlungen zum Beispiel für schwangere Frauen? Also grundsätzlich ist zu sagen, dass die Untersuchungen, die bisher gemacht wurden, mit Getränken aus Getränkedosen das Ergebnis gebracht haben, dass sämtliche Bisphenol A-Werte in den Getränken selbst unter einem kritischen Grenzwert gefunden wurden. Nichtsdestotrotz
handelt es sich bei Ungeborenen um eine sehr empfindliche Bevölkerungsgruppe. Der Organismus ist erst in Entwicklung und deswegen kann man Schwangeren raten, den Konsum von Getränken aus Dosen ein bisschen einzuschränken und stattdessen lieber zur Glasflasche zu greifen. Frau Dr. Kladrova, vielen Dank für dieses Gespräch.